Wir begegnen vielen Herausforderungen. Wir haben so viele Patienten mit chirurgischen Problemen, aber wir können diese Probleme nicht alle vollständig lösen. Erst einmal, weil der Zugang zur Versorgung schwierig ist und dann, weil wir nicht genügend Mitarbeiter haben. Zum Beispiel bin ich hier der einzige orthopädische Chirurg im Krankenhaus und die Arbeitsbelastung ist sehr hoch. Zusätzlich zu all den Leben, die wir retten und der Hoffnung, die wir schenken, versorgt Mercy Ships lokales Fachpersonal mit dem Wissen und den Fähigkeiten, um unsere Arbeit weiterzutragen. Alles, was wir begonnen haben, vervielfältigt sich. Aufbau medizinischer Leistungsfähigkeit heißt, so wie man in der alten Geschichte erzählt, einen Mann das Fischen zu lehren, anstatt ihm einfach einen Fisch zu geben. Das ist, was es ist. Wir stärken die Menschen innerhalb der eigenen Bevölkerung, damit sie ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern das anbieten können, was benötigt wird. Was ich wirklich an Mercy Ships schätze, ist, dass sie ins Land kommen und wenn sie kommen, dann investieren sie sich in das Gesundheitssystem des Landes. Sie verstehen, wo der Bedarf liegt, sie erfahren, wer weitergebildet werden muss und in welcher Form. Sie bauen Beziehungen und Netzwerke auf. Sie betreuen lokale medizinische Fachkräfte. Mercy Ships hat es mir ermöglicht, meine chirurgischen Fähigkeiten zu verbessern, was letzten Endes meinen Patienten dient. Die Kurse haben mir auch geholfen, eine neue Vorstellung davon zu bekommen, mit welcher Qualität ich meine Patienten versorgen möchte. Mercy Ships investiert in die Landwirtschaft, denn wir wissen, um gute Gesundheit zu ermöglichen, braucht man gute Nahrung. Und für gute Nahrung braucht man das Wissen, wie sich am effektivsten und besten Nahrung produzieren lässt. Deswegen sind wir hier und tun das, was Mercy Ships tut. Ich glaube, dass wir ein stärkeres, gesünderes, reicheres und integriertes Afrika sehen werden. Und ein Großteil davon hat damit zu tun, dass Mercy Ships und so viele andere Menschen hier waren, denen genau das ein Anliegen war, nämlich Partner der Menschen in Afrika zu sein. Werden auch Sie unser Partner.